Hallo, in diesem Video werde ich Ihnen einmal zeigen, wie Sie das Delta-Zeichen mit einer Tasteneingabe einfügen. Zunächst gehen Sie hier oben auf die Registerkarte Einfügen und dann rechts außen auf den Button Symbol. Dann öffnet sich das Symbolfenster und hier geben Sie dann beim Zeichencode die Kombination 2206 ein. Dann wird das Delta-Zeichen markiert und wir klicken auf den Button Einfügen und dann auf Schließen. Sehen Sie es hier einmal das Delta-Zeichen. Da markieren wir dann einmal die Zelle und hier oben in der Funktionsleiste markieren wir einmal das Delta-Zeichen und dann drücken Sie die Tastenkombination Steuerung C. Also wir kopieren das Delta-Zeichen. Im Anschluss gehen wir hier oben auf Datei und dann unten auf Option. Wenn Sie eine ältere Excel-Version haben, dann heißt das hier Excel-Option. Dann gehen wir einmal auf Dokumentprüfung und wir gehen auf den Button Autokorrekturoption. Dann sehen Sie jetzt hier zwei Felder, einmal ersetzen und durch. Bei ersetzen, da geben wir jetzt ein Klammer auf Delta und Klammer zu. Das muss jetzt nicht explizit Delta sein, also das kann auch irgendein anderes Wort sein, was Sie sich leicht merken können. Dann setzen wir den Cursor auf durch und drücken hier die Tastenkombination Steuerung V und fügen auf diese Weise das Delta-Zeichen ein. Dann klicken wir auf den Button Hinzufügen, klicken auf OK und wir klicken nochmal auf OK. Wenn Sie jetzt in einer Zelle dann einfach Delta jetzt eingeben mit Klammer auf und Klammer zu, Delta, Leerzeichen, dann erscheint auch schon einfach das Delta-Zeichen. Speichern Sie die Excel-Mappe ab und dann ist das sozusagen in jeder Excel-Mappe, die Sie dann auf Ihrem Computer öffnen, auch mit dieser Tastenkombination vorhanden. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Ausprobieren.